Hallihallo! Hallo! Herzlich willkommen zu unserem nächsten Geschwistergeflüster. Wir sind hier natürlich sportlich, wie wir sind, ganz locker und lässig rein und rausgekommen. Maria braucht ein bisschen länger, die ist ja auch schon ein bisschen älter. Wir haben euch nämlich heute den neuen Skoda Superb mitgebracht und wollen euch den einmal von außen, von innen und natürlich auch kurz im Fahrgefühl einmal vorstellen. Ich kann euch jetzt schon sagen, Platzverhältnis ist mega klasse. Euer Skoda Superb, jetzt seht ihr ihn auch einmal von vorne. Wir haben den hier heute für euch in der Büstenausstattungsvariante, dem L&K, mitgebracht. Und ihr könnt dieses Modell aber bereits schon ab 40.000 Euro erwerben, dann in der Ausstattung Essence. Im Motorenbereich hat sich hier Skoda echt nicht lumpen lassen in seiner vierten Generation. Ihr habt eine große Auswahl an Dieselmotoren, an Benzinmotoren und erstmalig jetzt auch ein Hybrid hier mit bei, kombiniert mit einem Benzinmotor mit einer elektrischen Reichweite von über 100 Kilometer. Das heißt, ihr könnt im Alltag da auch wirklich eure Besorgung ganz elektrisch fahren. Jetzt nehme ich euch mal ein Stück weit mit hier nach vorne. Was ist neu bei dieser vierten Generation? Ganz markant sticht hier natürlich der Kühlergrill ins Auge. Der ist achteckig, ich habe nicht nachgezählt, aber das könnt ihr ja mal machen. Und ist umrandet mit diesem Dark Chrome. Das ist auch egal, welche Farbvariante ihr wählt, immer mit abgesetzt und findet sich dann hier im unteren Bereich wieder. Was auch bei allen Ausstattungsvarianten und Farbkombinationen ist, ist das schwarze Kühlergrill, abgesetzt mit diesen silberfarbenen Streifen, was eine wahnsinnig große Seriosität aus meiner Sicht herstellt. Weniger die Sportlichkeit, aber es wirkt einfach wahnsinnig intelligent. Wenn ich euch jetzt mal ein Stück weit mit nach rechts oder auf die Seite nehme, bei allen Ausstattungsvarianten ist jetzt das LED-Licht Serie. Und wir haben hier beim L&K sogar noch eine Schippe draufgelegt. Und mit diesem Licht ist die Sichtbarkeit wohl 40% höher als bei den normalen LED-Matrixlichtern, was natürlich nochmal zur Sicherheit beiträgt. Felgen könnt ihr von 16 bis 19 Zoll bestellen. Hier ist die größte Aufstattungsvariante jetzt mit 19 Zoll mal drauf. Was ist noch ein Highlight? Hier am Seitenspiegel seht ihr hier unten so einen kleinen Bupse. Das ist eine Kamera, die 360-Grad-Blickmöglichkeit ermöglicht, sodass ihr beim Einparken wirklich komplett einmal den Radius abdecken könnt. Wenn ich euch jetzt weiter mit zur Seite nehme, was ist noch auffällig? Hier diese Umrandung in Silberfarben, genau passend auch zur Dachreling. Und was wirklich ein Highlight ist für mich, dass hier bei der Ausstattungsvariante sowohl die Front als auch die Heckstein akustikverglast sind. Also wenn ihr damit unterwegs seid mit Family, Friends oder Ähnlichen auf der Autobahn, ihr hört wirklich kaum etwas. Und ich glaube, das ist nicht mal beim Audi A6 gegeben. Also Skoda lässt sich da auch in der Richtung nicht lumpen. Und ihr seht von der Gesamtbreite, der Superb hat jetzt 4,90 Meter Länge sogar. Und damit kratzt er wirklich an der Oberklasse. Im hinteren Bereich haben sie auch die LED-Lichter neu gestaltet. Sieht auch sehr hochwertig aus, gerade weil es ein bisschen dunkler abgesetzt ist. Bevor dann ganz hinten hier dieses Skoda-Logo oder vielmehr gesagt Schriftzug auftaucht, auch in Dark Chrome. Und hier dann mit dem Schriftzug des Modells Superb. Und die ganze Heckpartie von hinten sieht auch sehr edel aus, mutet hochwertig an und was noch auffällt, dass auch der Stoßfänger sehr dezent gehalten ist und dort keinerlei Abgasendrohre oder Ähnliches zu finden sind. Das war es erstmal von außen. So, dann gucken wir uns jetzt mal den Kofferraum des neuen Superbs an, wenn ich den öffne. Der erste große Vorteil bei dem ist, dass der Schutz oben automatisch nach hinten fährt und beim Schließen sich auch automatisch wieder schließt. Das ist bisher noch nicht so gewesen, es ist neu, was sehr praktisch ist, ne? Wenn ich Gepäck einlade, dass ich nicht erst nochmal den Laderaum öffnen muss. Des Weiteren habe ich einen doppelten Ladeboden im Superb und dann auch ein neues Feature, dass ich hier eine Schnur oder einen Haken habe, an dem ich den dort befestigen kann und ich ganz einfach ans Reserverad rankomme. War bisher auch noch nicht, ist auch neu in dem neuen Superb. Kofferraumvolumen bei dem ist 690 Liter, der Vorgänger hatte 660, also wir haben nochmal 30 Liter mehr Volumen. Und wenn ich die beiden Rücksitzbänke umklappe, jeweils mit den beiden Knöpfen an der Seite, habe ich natürlich noch mehr Volumen und kann, ich würde fast sagen, auch einen Schrank reinladen. Auf jeden Fall denke ich, mehr Platz geht kaum. Ich habe auch viele Haken, wie es bei Skoda üblich ist, ne, wo ich Tüten oder irgendwas anderes auch
anhängen kann und auch ein Element, der sich in 3 Stufen einstellen kann. Und da kann ich zum Beispiel Gepäck fixieren, also welchen Koffer habe, dass er nicht komplett durch den ganzen Kofferraum fällt, wenn ich mal schnell um die Kurve fahre. An dem Tankdeckel haben wir noch ein Feature, was auch immer bei Skoda dabei ist, was natürlich hier auch nicht fehlen darf. Das ist der beliebte Eiskratzer. Gucken wir uns mal die Rücksitzbank bei dem neuen Skoda an. Wenn ich drinnen sitze, also gut, mehr Platz geht, glaube ich, auch hier nicht, genauso wie im Kofferraum. Ich habe nach vorne ganz viel Platz und nach oben auch natürlich ganz viel Platz und kann wirklich bequem hier drinnen sitzen. Also toll. Dann habe ich hier vorne noch ein kleines Fach, was ich auch ganz schön finde, wo ich zum Beispiel das Handy auch verstauen kann, dass das nicht immer durchs Auto fliegt. Und darüber auch noch ein größeres Fach. 2 USB-C-Anstecker und auch die Sitzheizung und die Klimaanlage für hinten ist auch mit dabei. Und auch eine Mittelarmlehne, die können wir auch mal ausklappen. Und da gibt es auch was Neues. Und zwar kann ich das hier auch so aufklappen und kann hier mein Handy ablegen oder mein iPad und kann während der Fahrt auch ganz bequem einen Film gucken, wenn ich hinten sitze, zum Beispiel Kinder habe. Und ich kann natürlich auch die Mittelarmlehne so umklappen, dass ich auch noch etwas durchladen kann. Okay, von der Verarbeitung, es ist auch sehr schön, auch die Türen mit Soft-Touch, eine schöne Optik, also gefällt mir richtig gut und man kann sehr gut mit dem Auto in Urlaub fahren, glaube ich, besser geht's nicht. Wenn wir uns hier vorne nochmal den Innenraum anschauen, natürlich von der Optik sehr, sehr schön. Was Neues, auch diese Lamellenoptik, gefällt mir persönlich ganz gut. Es sieht wirklich aus, als ob das komplett durchgeht und dann halt durch das Armaturenfeld und das Mediasystem unterbrochen ist. Finde ich sehr, sehr schön. Natürlich auch alles in sehr guter Verarbeitung und hier auch nochmal natürlich eine Leiste mit Beleuchtung. Also okay, sieht wirklich traumhaft schön aus, finde ich. Ich habe hier auch in der Mitte wieder die Möglichkeit, das zuzuziehen, was ich auch immer sehr, sehr schön finde, weil es dann einfach ein bisschen aufgeräumter und ordentlicher aussieht, wenn hier alles voll gemüllt ist. Habe hier vorne eine induktive Ladefläche fürs Handy, die kühlt übrigens auch, also auch ein ganz tolles Feature. 2 USB-C. Anschlüsse. Ja, und natürlich ja, alles, was das Herz begehrt. Eine geteilte Mittelarmlehne, auch sehr, sehr schön, dass wenn mal wirklich auch der Fahrer seinen Arm drauf hat, ich trotzdem rankomme und nicht immer erst den Arm runterschubsen muss. Ja, alles da, was man braucht, sehr schön. So, jetzt gucken wir uns den neuen Flitzer hier auch nochmal von innen an, was er da zu bieten hat. Mein Mariechen, meine Schwester, war schon drin, da habt ihr schon gesehen, dass ein wahnsinnig großes Platzangebot ist. Dann bin ich mit 1,64 auch nicht so mega groß, aber ich glaube auch jeder andere könnte hier sich in alle Richtungen strecken. Was toll ist, also die Verarbeitung und auch da muss ich sagen, dass bei Skoda das ja schon immer wirklich erstklassig war und es an nichts fehlt. Super schönes Material, was hier verarbeitet ist. In der Mitte Klavierlack. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde immer, das wird relativ schnell dreckig. Bräuchte ich nicht. Aber ist sicherlich auch eine Geschmacksfrage. So, wenn ich jetzt mal den Motor anwerfe, will ich euch einmal ein bisschen was zeigen hier im Innenraum. Und zwar haben wir jetzt hier das 13 Zoll Display in der Variante L und K. Gibt es also auch als 10 Zoll. Mir wäre es, glaube ich, egal. Auf jeden Fall kann man hier alles Mögliche sehen. Und hier möchte ich auch gerne ein Stück weiter reingehen, weil ich das ganz cool finde, wie es aufgebaut ist. Ich habe also einmal im oberen Bereich hier so Smart Touches und auch im unteren Bereich. Das heißt, ich kann auf den ersten Blick alles auswählen, was mich interessiert, ob es das Fahrzeug ist, ob es die verschiedenen Fahrmodi sind, die ich auch wechseln kann, wie gehabt, aus Eco, Komfort, Normal, Sport, individuell nochmal alles einstellen kann. Die Assistenzsysteme sind hier auf den ersten Blick wieder zu erkennen, auch optisch cool angelegt, kann es mir aber auch als Liste nochmal anzeigen lassen und dann hier auswählen, was für mich und meine Fahrt jetzt notwendig ist. Ansonsten kann ich das natürlich auch alles koppeln mit einem Smartphone und habe dann meine ganzen Apps personalisiert hier drauf. Habe ein klasse Navi, was zu verwenden ist und kann eben hier relativ schnell in alle Bereiche reingehen. Was bei Skoda jetzt wieder da ist, das sind diese Smart Dials.
finde ich irgendwie cool. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der alles nur rein mit Touch Display machen möchte, sondern auch irgendwie was in der Hand. Und da hat Skoda das ganz clever gelöst hier mit diesen drei Knöpfen, wo ich entweder die Klimaanlage einstellen kann. Ich kann hier aber nochmal raufdrücken. Dann könnte ich die Sitzheizung bedienen. Ich kann die Sitzkühlung bedienen. Ich kann hier im mittleren Feld die Lautstärke des Radios ansteuern. Kann aber auch die Fahrmodi wählen. Genau, auch das geht hier auf einen Klick. Die Lüftungsstärke. Und was cool ist, auch wenn ich sage, okay, das sind jetzt nicht meine beliebtesten Dinge oder die, die ich auf den ersten Blick brauche, kann ich diese Smart Dials auch verschiedentlich einstellen und kann sagen, okay, ich will hier eher den Kartenzoom dann einstellen können oder eben im Klimabereich noch andere Themen. Was in so einem schönen Auto nicht fehlen darf, ist natürlich das ambiente Licht. Und hier habe ich auch wieder die Möglichkeit, alle möglichen Optionen einzustellen, wo sich denn das Licht hier vorne ändert, als auch in den Türleisten, und kann sogar noch verschiedene Modi einstellen. Wenn ich ein bisschen schneller unterwegs bin, gehe ich auf Waze und alles erscheint in einem duftenden Rot. Was beim Skoda Superb auch ist, ist der Schalthebel. Und zwar befindet der sich hier auf der rechten Seite und ist zu drehen, wo ich einmal hier im Sportmodus oder normal sein kann, dann in N und auch den Rückwärtsgang einlegen kann. Hier sieht man übrigens gleich mal die 360-Grad-Kamera, die angezeigt ist. Und wenn ich jetzt das Fahrzeug abstellen will und parken, gibt es hier auf der Außenseite einen kleinen Knopf und schon bin ich im Parkmodus und kann alle Füße von den Pedalen nehmen. Das Lenkrad ist auch schön, ist ein Zweispeichenlenkrad, wirkt auch sehr hochwertig, passt zum äußeren Ambiente und alle anderen Themen. Hier lassen keine Wünsche offen. So, jetzt fahren wir mal mit der Kiste auf die Autobahn. Ich schalte mal hier im Modi auf Sport und drück mal durch. Passiert erstmal nichts. Nicht so viel. Kommt aber natürlich auf die Motorisierung an, die ihr wählt. Was cool ist vom Fahrverhalten her, das Fahrzeug ist ja ziemlich lang und hat damit auch einen recht langen Radstand. Und damit liegt es hier auf der Autobahn wirklich wie auf Schienen. Und auch hier ist zu merken, Akustikverglasung, also man hört kaum Außengeräusche und hat wirklich ein echt extrem schönes Reisefahrgefühl. Und manchmal besteht ja die Angst, dass ein Fahrzeug zu groß ist für den Alltag. Wobei ich hier sagen muss, aufgrund des geringen Lenkkreises, was der Superb hat, und auch, dass die Breite überschaubar ist, finde ich diese Länge oder überhaupt die Größe, die Gesamtgröße des Fahrzeuges jetzt wirklich gut. Ich bin auch schon eingeparkt mit dem Fahrzeug, das geht auch alles ganz gut. Und was natürlich hier auch ein Sicherheitsaspekt noch ist, ist dieser Travel Assist. Das heißt, ich kann den jetzt mal auf der linken Seite, ist hier so ein Schalthebel, den sieht er jetzt nicht, kann ich mal aktivieren und dann führt das dazu, dass er eben den vorausfahrenden Verkehr mit betrachtet, dass er automatisch abbremst, wenn eine Geschwindigkeitsreduzierung oder auch eine Erhöhung ist, und damit natürlich das Reisen nochmal deutlich angenehmer sich gestaltet. So, was wir noch haben, endlich in der vierten Generation des Superbs, ist ein Head-Up-Display. Das war ja immer noch so ein kleiner Kritikpunkt oder Knackpunkt, dass es noch nicht verfügbar war. Jetzt haben wir es endlich und ich kann das hier im Menü auch alles einstellen, aktivieren, deaktivieren, die Position, die Helligkeit für mich direkt einstellen und habe dann eben alle Möglichkeiten hier einen guten Blick zu haben auf alles Mögliche. Kann auch definieren, welche Inhalte in dem Head-Up-Display angezeigt werden. Jetzt sind gerade alle aktiviert und das ist ja wirklich etwas, ja, was ich zumindest sehr, sehr oft nutze.